So, herzlich willkommen beim Retomarkt-Cast. Wir hocken hier gerade bei der Bäckerei Vater, Schleichwerbung, ist egal. Und genau, neben mir sitzt jetzt Ramona Schütte alias Kern. Warum sage ich das? Weil sie hat eine Firma, kann man Firma sagen? Ja. Betrieb, Firma? Firma. Firma. Namens Kern Care. Ja, was ist das? Vielleicht möchtest du dich einfach selber erstmal vorstellen. Hau raus, genau. Zu mir, wie gesagt, 41 Jahre, seit 11 Jahren in der Wedemark tätig hier, um halt Menschen mit Pflegegrad im Alltag zu unterstützen, sei es im Haushalt wie in der Freizeitgestaltung, um pflegende Angehörige einfach zu entlasten und etwas Gutes zu tun. Im Prinzip macht ihr Alltagsbetreuung und es gibt ja sogar auch den Beruf des Alltagsbetreuers. Kann man das so sagen, Jan? Ja. Bei was könnt ihr unterstützen? Und wen könnt ihr unterstützen? Im Endeffekt können wir alle unterstützen. Okay. Alle, die einen Pflegegrad haben, kann man es im Rahmen der Pflegeleistungen, die darüber finanziert werden, mit abgerechnet werden. Und die halt keinen Pflegegrad haben, kriegen eine private Rechnung, die sie dann dementsprechend je nach Stundenaufwand, was sie benötigen, an Unterstützung durch uns bekommen. Ich nehme an, das läuft ab Pflegegrad 1 oder korrekt. Höhere Pflegestufe? Okay. Ab Pflegegrad 1 stehen halt schon diese Entlastungsleistungen von 125 Euro zur Verfügung im Monat. Okay, und wenn man das jetzt privat zahlen würde, wären das dann auch 125 Euro oder was, nur ungefähr Pi mal Daumen? Was naja, privat im Endeffekt ist es ja so, dass der Kunde die Stundenanzahl bestimmt, die er durch uns einkaufen möchte oder buchen möchte. Und was nimmt ihr pro Stunde? Das ist unterschiedlich, je nach Paragraph. Pi mal Daumen liegt das bei 40, 45 Euro Die Stunde. Okay, gehen wir jetzt noch mal ein bisschen mehr darauf ein, bei was ihr alles unterstützen könnt. Wir haben ja schon ein bisschen gesprochen. Du hast zum Beispiel genannt Haushalt, du hast genannt Ausflüge könnt ihr machen mit den Leuten. Ja, im Endeffekt, jeder braucht unterschiedlich Hilfe. Im Haushalt ist es halt ganz normal, saugen, wischen, bügeln. Auf Arbeitshöhe halt auch die Fenster, dass man mitgeputzt werden, dass man halt Einkäufe macht, dass man aber auch Mobilitätstraining mit unternimmt in Form von Spaziergängen. Man kann Gedächtnistraining machen, vielfältig, ne? Okay. Dass einfach Geist, ne? Das aktiviert wird und man dann halt auch, auch die körperliche Mobilität erhalten bleibt. Wie groß ist deine Firma momentan? Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Aktuell sind wir bei 42 Mitarbeitern. Das heißt, da ist eigentlich auch sehr viel, also wenn man euch jetzt anrufen würde, würde man wahrscheinlich auch sehr schnell einen Termin kriegen bei euch, oder? Das ist richtig. Ja. Bei uns fangen im Endeffekt jeden Monat neue Mitarbeiter und Kollegen an. Weil die Nachfrage dementsprechend da ist, kann man auch zeitnah in Anführungsstrichen von einer Woche bis einem Monat Termine mit vereinbaren. Zieht sich manchmal vielleicht auch auf 2 Monate hin, je nachdem, wie halt die Kapazitäten sind. Aber wir haben das immer noch halt als zeitnahe Unterstützung. Und dann habt ihr wahrscheinlich auch, macht ihr eben wahrscheinlich auch, gerade wenn es um Haushalt und so weiter geht, regelmäßige Termine, nehme ich an, ne? Ja, je nachdem, wie die Kunden das gerne hätten, wöchentlich zu einer festen Uhrzeit. Ja. Wir probieren auch, dass man eine feste Bezugsperson bekommt, die dann dementsprechend regelmäßig halt wiederkommt. Ja. Wenn die halt krank sind oder in Urlaub sind, probieren ja wir Vertretungen zu stellen. Ja. Und wenn nicht, dann fällt der Termin halt dann einfach mal aus. Ja, genau. Genau, das muss man natürlich auch nochmal einfach dazu erwähnen. Ich glaube, den meisten Hörern ist es klar, ich sage es trotzdem, ihr seid also kein Pflegedienst, sondern es ist wirklich einfach nur eine unterstützende Dienstleistung, eben die Alltagsbetreuung, sage ich mal. Korrekt. Also wir sind nicht wie Pflegedienste 24/7 da, sondern halt einfach von Montag bis Freitag. Unser Büro ist da halt auch von 8 Uhr bis 13 Uhr besetzt hier in der Wedemarkstraße 63. Und dementsprechend sind die Mitarbeiter dann auch unterwegs.
Was, wie? In 8 Minuten ist Feierabend hier. Huch, in Deutschland ist 17 Uhr. Wir bleiben überall. Ja. Nein, wir kommen gleich zum Zahlen. Ja. Bei Google steht es leider falsch drin. Das wird immer von irgendwelchen Fremden wieder auf 17 Uhr geändert. Wir haben schon als Inhaber so oft auf 16 Uhr geändert, aber irgendjemand. Okay, sorry, wir machen ein ganz kurzes Interview zu Ende. Ja, wir kommen gleich zu Ende. Okay, also, danke. Okay, danke schön. Wir machen auch Werbung für Bäckerei Vater. Das ist kein Problem, das ist gar kein Thema. ja, genau, jetzt bin ich gerade aus dem Wasser. Genau, wir sind auch eigentlich fast schon durch. Du hast gerade gesagt, Wedemarkstraße 63? In Mendo ist das wahrscheinlich, ne? Ja. Genau, machst du für die eure Kontaktdaten, irgendwas, Telefonnummer? Ja, Telefonnummer für die Wedemark halt 96696619. Ganz einfach zu merken, Internet, Info. @kerncare, wer uns per E-Mail halt schreiben will und im Internet www.kerncare.de. Ja. Also auch zusammengeschrieben, Kerncare. Ja. Genau, ich buchstabiere es einfach mal, falls irgendwer gerade zuhören sollte, der jetzt nicht genau weiß, K-E-R-N wie Kern und dann einfach Care, also C-A-R-E.de und da könnt ihr dann auch nochmal alles nachlesen, genau. Ja, und du hast auch gesagt, ihr sucht immer noch Leute, ne? Dadurch, dass wir ja auch ständig Anfragen von Kundenseite bekommen, stellen wir dementsprechend auch immer jeden Monat neue Kollegen und Mitarbeiter ein und freuen uns da halt über jeden, der mitwirken möchte und im Endeffekt unsere Kunden unterstützen möchte. Ja, prima. Und das geht wahrscheinlich über dieselben Kontaktdaten, die du gerade auch schon genannt hast. Ja. Genau. Ja, prima. Dann, genau. Und wir haben ja, also das Interview ist nicht das einzige. Wir werden uns bald treffen. Und ich darf bei mehreren, ich weiß es nicht, Klienten dabei sein. Das heißt, ihr dürft euch freuen auf dann eben eine weitere, kleine Reportage, wo ich mal gucken darf, wie das alles so abläuft. Freuen uns, wenn du dann dabei bist. Ja, da freue ich mich auch. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr nice. Okay, ich danke dir. Bitteschön. Steht das im Internet einfach falsch? Das schneidest du ja raus, ne? Nee. Gratuliere. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Hey! Geh du langsamer!